Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus. Wir spielen mit dem 1. FC Saarbrücken. Wir sind am zweiten Spieltag angelangt gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Wir haben das erste Spiel knapp mit 4:3 gegen den VfL Osnabrück verloren. Sind 17er. Wie man unschwer erkennen kann. Außerdem haben wir am Ende der letzten Folge noch versucht, Luca Schnellbacher zu verpflichten. Das ist leider in die Hose gegangen, da er unser Gehaltsvorschlag zu niedrig fand. Wie gesagt, falls ihr euch wundert, ich spiele ja auf dem PC und das mit dem Controller funktioniert leider nicht immer so, wie ich möchte. Also im Ingame ist gar kein Problem, gameplay-technisch, nur im Menü, die wollen nicht immer so. Ja, hier der Rabihic hat ja letztes Spiel auch ein Tor gemacht. Der ist zur Halbzeit reingekommen und ich gebe immer, wenn die unbedingt spielen wollen, gebe ich immer diese Antwort, weil wenn sie spielen, sind sie glücklich und wenn sie nicht spielen, sind sie aber nicht unglücklich. Das heißt, das ist eigentlich so mäßig eine Win-Win-Situation. Dann würde ich sagen, wir spielen nach wie vor Weltklasse 5 Minuten auswärts mit der gewohnten Aufstellung. Batzi im Tor, Böder, Tölke, Innenverteidigung, Ernst Rizzuto, Außenverteidigung, auf der 6 Zeitz, Kerber 10, Günter Schmidt links, Neudecker rechts, Grimaldi und Jakob im Sturm. Auf den Vermey, der Freiburger, der ist extrem gut, der Typ. Auf den müssen wir aufpassen. Da sehen wir schon Sebastian Jakob, wie er aus dem Bus aussteigt. Zählte 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Dazu gehört natürlich aber auch das Vorbereitungsturnier dabei. Darf man nicht vergessen. Ja, und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, die Cutscenes zu überspringen, weil das ist ja, braucht man nicht unbedingt. Das ist einmal schön, aber im Endeffekt, die sind halt immer gleich. So, wir haben auf offensiv gestellt. Dann fangen wir mal an. Da sehe ich doch den Günter Schmidt hier schon auf der Außen. Der ist heiß wie Frittenfett, der Typ. Oh, ach, schade. Direkt in der 2. Minute der erste Torschuss durch Günter Schmidt nach einem wunderschönen Solo über die Außen in die Mitte gezogen. Abstoß vom Freiburger Torhüter landet bei uns und Grimaldi hat die Chance auf das erste Saisontor. Setzt ihn aber rechts neben den Pfosten. Wieder Abstoß für die Freiburger. 4 Minuten gespielt, schon 2 Torschüsse. Von uns ist wieder Grimaldi jetzt die Chance. Immer noch am Ball. Und schon wieder gescheitert. Diesmal am Torhüter. War jetzt eine bisschen kuriose Szene. Ich sage immer, wie das jetzt, diese klassischen FIFA-Szenen, könnte im Abseits gewesen sein. So, Batzi erstmal langer Ball auf die Außen geworfen, auf Günter Schmidt. Und ja gut, ich wollte eigentlich auf Rizzuto, der wollte aber nicht so den Laufweg machen, den ich wollte. So, wunderschön auf die Außen. Günter Schmidt, nochmal ganzer Seitenwechsel. Naja, schade. Gibt einen Eckball, wird von Luca Kerber getreten. Tja, wunderschönes Kopfballtor durch Adriano Grimaldi, der sein erstes Saisontor erzielt. Ich wollte gerade noch sagen, im letzten Spiel
hat Sebastian Jakob ja auch durch eine Ecke das 1:0 gemacht. Und ebenso hier, also bisher auf jeden Fall eine Standardstärke, zumindest mal Eckballstärke zu erkennen. Das sind wir ja auch mit Grimaldi, der ist ja ziemlich groß und stämmig, sind wir ja gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Komm, Junge, rennen. Günther Schmidt auf mit dem Flankenversuch. Abgeblockt, das gibt eine Ecke. Wieder getreten von Kerber. Vielleicht das 2:0 durch Grimaldi. Nein, dieses Mal nicht. Und Kerber kriegt da den Ball nicht. Oh, da war ich ein Ticken zu spät mit der Grätsche. Aber Vorteil wird abgewartet. Gibt auch keine Karte. Und Rizzuto klärt das Ding sauber ins Seiten aus. Ein zweites Mal geklärt. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Aber schön von Bjarne Tölke wieder erobert und diesmal von Lukas Böder. Schön von Kerber. Einfach mal den Seitenwechsel. Und der lange Ball auf Neudecker kriegt er nicht mehr. Zeitz auf Kerber. Ja, Junge, zieh mal ab. Schade. Gut gehalten vom Freiburger Keeper. Es gibt wieder eine Ecke. Auf Grimaldi, der kriegt den Ball nicht. Und auch Zeitz wird der Ball verwehrt. Und Batz. Was war das denn? Warum hat er denn nicht geschossen? Stark gehalten. Was war das denn? Warum schießt er denn nicht? Das hätte auf jeden Fall das 1:1 sein müssen. Komm, Junge. Unser Ball. Stark, Rizzuto. Also, das war ja, also, ja. Das war ja schon wieder ein ganz kurioses Ding. Und Batz braucht ihn nicht zu halten. Der geht auch so schon daneben. Ja, starker Ball. Den wollte ich so eigentlich gar nicht. Und dementsprechend habe ich halt auch nicht damit gerechnet, dass der ankommt. Jakob auf Grimaldi, aber der stoppt den Ball weiter, als ich schießen kann. Günther Schmidt auf Neudecker. Jakob jetzt mit dem Ball und über das Tor. Bisschen hektisch der Abschluss. Andererseits, wo hätte ich solle hinpassen? Ja, keiner frei. Stark von Rizzuto. Günther Schmidt auf Grimaldi. Grimaldi auf Jakob. Und schon wieder gehalten vom Torwart. Ich kurz ab. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt die 5., 6. Ecke. Keine Ahnung. Wir haben leider erst aus einer ein Tor gemacht. Also in diesem Spiel. Günther Schmidt auf Kerber. Wieder Eckball. Und kommt auf Günther Schmidt. Der kommt aber gar nicht dran. Der rutscht durch. So, 2 gegen 2 jetzt. Und der geht daneben, Gott sei Dank. Hat sich schön groß gemacht beim Rauskommen. Oh. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, Junge, spiel doch den langen Ball. Oh Gott, das war eigentlich ein Schuss. Und Halbzeit. 1:0 Führung zur Halbzeit. Aber ich glaube, wir haben bisher immer zur Halbzeit geführt. Aber haben eigentlich auch, ja,
erst ein Spiel gewonnen. Ne? Zwei Unentschieden, eine Niederlage. Also Punkteausbeute ist bis jetzt nicht so. Also mit Vorbereitungsturnier natürlich. Ne? Das sind ja drei Spiele. Das ist ja jetzt gerade erstmal das zweite, der zweite Spieltag in der dritten Liga. Aber, Freunde, ich glaube, dass die dass ich eine falsche Taktik gewählt habe. Und zwar spielen wir ja im 4-1-3-2. Ich glaube aber, dass wir mit meiner Lieblingsaufstellung, dem 4-4-2, einfach viel besser aufgestellt sind. Zumal dann... Ja, da ist das Ding. Hammertor von Luca Kerber. Nach Pfostenschuss Kuni. Der prallt ab auf Neudecker. Neudecker legt ab auf Kerber und der haut das Ding einfach unter die Latte. Schauen wir uns gerne nochmal an. War ein wunderbares Tor. Machst du nichts als Tormann. Wunderschönes Ding. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich stelle nochmal auf das 4-4-2 um. Meiner persönlichen Lieblingsaufstellung, da ist das 3-0 durch Marvin Kuni eiskalt verwandelt. Weil da man, glaube ich, mit dem 4-4-2 auch etwas komprimierter da steht und in der Abwehr beim Angriff vom Gegner eben, glaube ich, auch nicht so viel Löcher hat. Muss mich dann halt eben nur entscheiden, spiele ich mit 2 Sechsern oder mit 2 Achtern, weil je nachdem müsste Manuel Zeitz, müsste ich mit dem die Position wechseln. Jetzt geht's aber rund hier. 4-0. Kasim Rabihic. Aber auch hier seid ihr gerne eingeladen, eure Taktikvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Ich denke, das mache ich. Also ich würde es gerne ausprobieren. Das würde ich in der nächsten Folge machen. Das kann ich schon mal sagen. Würde ich aber dann, weil in der ersten Folge, das hat ja doch schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, würde das dann quasi als, wahrscheinlich als, entweder komplett überspringen oder als Zeitraffer ja, einspielen. Und jetzt fällt das 4-1, weil ich in der Abwehr sehr unaufmerksam war. Naja, ein Spiel ganz ohne Gegentor geht dann anscheinend doch nicht. So, Bazzi. Dominik Ernst auf Manuel Zeitz. Wunderschön. Jetzt mit dem langen Ball auf die Außen. Rizzuto, starkes Dribbling. Kasim Rabihic auf Günther Schmidt. Sollen wir es mal probieren? Oh, der war sogar gar nicht mal so schlecht. Schönes Ding. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. So, Herr May. Tölke kommt nicht hinterher und natürlich liegt der quer, hätte ich auch gemacht in der Situation. Aber ich glaube, wir müssen so langsam auch mal wechseln. Kerber geht raus. Nee, Kerber geht nicht raus. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fan von Biada. Ich stelle dann lieber den Neudecker auf die 10, wo er eigentlich hingehört. Und bringt dafür dann Robin Scheu auf die Außen. Ja, nehmen wir mal Tölke raus, Gnase und
Ja, Gauss für Rizzotto. Die legen ja doch alle schon einen sauberen Weg zurück ins Spiel. So, ich würde sagen, wir ziehen jetzt das Tempo mal wieder ein bisschen an. Könnten auf 5-2 erhöhen. Fände ich persönlich nicht so schlecht. Stark abgegrätscht von Marcel Gauss. War sehr, sehr, sehr riskant. Aber dennoch. Die zweite Ecke in Folge für die Freiburger. Das war jetzt nicht mehr so gut vom Scheu. Aber Neudecker hat den Ball. Günther Schmidt verliert ihn. Aber kriegt er nicht mehr wieder. Batz mit einer super Parade. Und da gibt es Abstoß. Batz auf Böder. Zeitz, Gnase. So, Scheu ist auch ein ganz passabler Dribbler. Und Rabihit steht in der Mitte ganz frei. Und der schießt ihn drüber mit einem Seitfallzieher. Ich halte es nicht mehr aus. So. Ernst, wunderbar. So, das meine ich halt auch irgendwie mit dieser Aufstellung. Da sind die Außenspieler nicht immer außen. Und das ist halt immer alles so ein bisschen kritisch. Und die Außenverteidiger, die sind immer so weit vorne. Und deswegen fehlt es dann hinten immer. Deswegen rücken dann die Innenverteidiger auf die Außen, dann ist in der Mitte keiner mehr und das ist alles so ein ganz faden Beigeschmack. So, Rabihic auf Kuh. Nee, aber leider im Abseits. Leider im Abseits. So, sind noch 6 Minuten zu spielen. Kuni schickt Robin Scheu. Ja, der kann auch gehen. Neudecker legt quer auf Günther Schmidt und das ist die Entscheidung, die Vorentscheidung in der 87. Minute. Das 5-2 durch Julian Günther Schmidt. Wunderschön rausgespielt und steht natürlich sträflich frei. Und ja, machst da halt auch nichts mehr. Mal hier auf Defensiv. Mal alle nochmal ein bisschen runterkommen. Freiburger bewegen jetzt den Ball in den eigenen Reihen, verlieren ihn aber wieder. Richard Neudecker. Ja, da wollte ich den Ball eigentlich auch nicht hinhaben. Ich wollte ihn eigentlich auf die Außen spielen. Nur da Richard wollte nicht so, ne? Der Neudecker fällt jetzt hier noch. Es 5-3. Nein, Batz hält sensationell. Und das ist der erste Sieg der Saison am 2. Spieltag. Ersten 3 Punkte. Ja, was soll ich sagen? Erste Halbzeit war eigentlich zum Vergessen. Nur 1-0 geführt. Hier sehen wir nochmal das 1-0. Durch Grimaldi, der sein erstes Saisontor gemacht hat. Warum der Abwehrspieler da nicht hochspringt, versteht auch keiner. Aber mir soll es egal sein. Wie gesagt, erste Halbzeit zum Vergessen, da es nur eine 1-0-Führung gab, die deutlich höher hätte müssen ausfallen, da ich ja doch einen Haufen Torchancen hatte. Und in der zweiten Halbzeit, ja, die Gegentore waren sehr unnötig. Nichtsdestotrotz, schauen wir einmal in die E-Mails. Sehr schön. Was ist das denn? Ach ja, die Jugendscouts. So, Potenzial 78. Den lehnen wir ab. Lassen wir mal noch Potenzial 69. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Und den lassen wir mal noch ein bisschen. Den Matti Arnold.
Und was macht unsere Jugendakademie? Sieht doch top aus. Sieht doch wirklich top aus. Ich könnte Malinowski, könnte ich verpflichten, weil er eine 59 hat, aber bin ehrlich, solange Batz bei mir spielt, wird Batz auch spielen. Und solange er halt eben auch nicht verletzt ist. So, der bedankt sich, dass er spielen durfte, aber klar doch, Junge, hast ja auch ein Tor gemacht. Und Leihangebot für Frederik Rechtenwald. Das ist immer so eine Sache, ne? Da immer wenn ich ausleihe, brauche ich die plötzlich irgendwann, wenn sie nicht da sind. Aber ich meine, gut, ich kann ja auch die Leihe abbrechen, ne? Aber die immer mit einer Kaufoption. Würde ich sagen, handeln wir mal, wenn sie gerne machen, für Leihe ohne Kaufoption, für dieselben. Ja, gut, dann tut's mir leid. Wir haben ja hier noch, hier der Schnellbarer. Sollen wir es mal nochmal probieren? Komm, wir probieren es noch einmal. Bieten mal 950.000. So. Okay. Wir müssen wieder Grimaldi opfern. Und dafür, was haben wir eben? 1 Million, ne? Insgesamt dann. 60, Junge. Ich spuck auf dich. Ach nee. Das sind ja jetzt erst 360. Komm, dann machen wir mal 350 und dann passt das. Sehr schön. Und dann verhandeln wir mit dem Schnellbarer. Hoffentlich ist er nicht so, nicht so engstirnig. Tipp kriegt natürlich wichtig, weil hoch kann man immer noch gehen. Vertragslaufzeit 4 Jahre. 2 Jahre will er, dann kommt da 3 Jahre. So, Freigabesumme brauchen wir nicht. So, 1200 kriegt er bei Elversberg. Komm, Junge, ich mach dir einfach mal 2. Was liegt mir denn am Geld? Was will der denn? Ich verstehe das dann halt nicht. Warum machen die da nicht einfach einen Vorschlag? Naja, dann so drastisch, wie sie es anhört, aber dann kann er sich auch ficken, der Schnellbarer. Haben wir keine Probleme. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Das nächste Spiel, der dritte Spieltag, geht gegen die zweite aus Dortmund, mit der wir quasi ja so ganz früh in der Saison schon Kopf an Kopf sind. Wenn wir gewinnen, sind wir auf jeden Fall vor denen. Wir gucken uns mal die Tabelle an im Gesamten. Meppen ist Erster. Das ist sehr überraschend. Dynamo Dresden ist Zweiter, Köln Dritter, Ingolstadt, Aue, Elversberg, Dortmund, Verwier, Osnabrück, Bayreuth, 1860, Halle, Duisburg, Oldenburg, Zwickau, Mannheim, Rot-Weiß Essen und Freiburg und Wiesbaden sind noch ohne Punkte, beziehungsweise Wiesbaden sogar noch ohne Tore, 0-4 Tore nach 2 Spielen. Würde ich sagen, ist jetzt nicht gerade der beste Saisonstart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.